Oh, jeez. Supreme Kive time? Oh, sorry. Anyhow, you must be the warrior Shinran summoned. I'm the Supreme Kive time. Nice to meet ya. You know, she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki. Best friend that steps on you, maybe. This is good. You guys seem quite talented. In other words, I think you two make a good team. Thank you very much. But sadly, until we find the cause, this is far from over. What in the world is happening? Seems there are two time travelers, with strange energy, and they're messing with the flow of time. I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. A time-traveling duo? Who could that be? Let's start by finding them. Let's do this! Oh, Single Lobby. Single Lobby is where other players, patrollers, appear at Toki Toki City as NPCs. The name of those patrollers NPCs with their names displayed in yellow. By paying them Zenny, you can recruit them to join you on your next parallel quest. Recruit can be done when you are the team leader. Simply open the NPC's play information screen of your choosing and recruit them from there. If you find a patroller you like, you can add to favorites and be able to recruit them at any time from your favorites menu. Oh, seeing other players' information. In the multi-lobby, you can communicate with other online players, form teams, battle, and go on parallel quests together. You can also favorite other players or challenge them to battles. You can invite or add someone to your team, favorite, or challenge them from the play data screen. So, um einfach mal zu zeigen, was wir hier gerade gelernt haben, gehen wir auf unseren Charakter. Man sieht, wir hätten theoretisch noch andere Slots, aber man muss das Spiel erst einmal durchspielen, bevor man diese freischalten kann. So, und hier kann man dann auswählen, was man haben möchte, Single Lobby oder Multi Lobby, was im Endeffekt Singleplayer oder Multiplayer bedeutet. Und beim Singleplayer, wie auch das Tutorial gesagt hat, gibt es dann NPCs, die man rekrutieren kann. Oh. Auto Patrol Resort Screen, das ist mir auch noch unbekannt. Aber wir haben irgendwie irgendwas bekommen, einfach so. Okay. Wir gucken, a new gift has arrived. Da werden wir gleich mal gucken. Aber, bevor wir das machen. Und zwar, ich habe, wie gesagt, jetzt schon Level 19 mittlerweile erreicht. Und ich habe hier und da schon ein paar Sachen gefunden gehabt. Und das Schöne ist, es gibt Presets. Man kann hingehen, seinen Charakter so speichern, wie man ihn hat. Dann würde ich ganz einfach so hingehen, save, whoops, und hat das gespeichert. Also man kann ohne Probleme hingehen und gewisse Sachen einfach beibehalten. Man kann aber auch logischerweise hingehen und andere auswählen. Und dementsprechend hier mein Charakter im kompletten Raditz-Anzug mit knackig Arsch. Wie man sieht, ganz einfach gemacht. So. Wir wollen gleich gucken. Und aber hier sehen wir, sind neue Charaktere am Start. Und das sind diese NPCs, die man antreffen kann. Und das Coole ist, man kann hingehen und deren Profil sich angucken. Und man kann dann zum Beispiel sehen, was sie ausgewählt haben, was für Skills sie haben. Und oben rechts sieht man effektiv deren Level. Und vor allem, wie viel sie kosten, um sie zu rekrutieren. Wie man sieht, die kosten überhaupt nichts. Also kann ich einfach hingehen, Favorite, yep. Und die wird dann einfach da hinzugefügt. Aber man kann nicht hingehen und sie über diese Art und Weise hinzufügen. Das wurde im Tutorial zwar behauptet, aber das stimmt leider nicht. Und zwar, man muss hingehen und dort hinten zu dem Team Registration gehen, was wirklich bescheuert ist. Yep. Bevor wir das machen, muss ich euch den Kollegen hier noch zeigen. Und zwar, der hat wirklich einen Stock mit ein Stück Scheiße dran kleben. Ja, Ariel Chance Pool Sticks. Aber wie man sieht, der ist Level 80, kostet 90.000 als Recruitment Fee. Ich gehe davon aus, dass man den einmal in seine Gruppe aufnimmt und dann bleibt er an seiner Seite.
bis man halt diese Gruppe wieder auflöst. Aber trotzdem, das ist schon einiges. So, wir gehen hin. Ist eigentlich egal. Das ist eher für die Multiplayer-Sachen, dass man gewisse Sachen anpassen kann. Nur Matches, nur Quests, wie viele Spieler und was für andere Sachen noch. Aber für uns ist es egal, wir sind Singleplayer und haben dementsprechend jetzt eine Party gegründet und können jetzt hingehen, wenn wir auf Start drücken, auf nicht Playdata, sondern Playerlist. Und da kann man dann halt unterschiedliche Sachen suchen. Man könnte dann halt zum Beispiel sehen, wer hier alles drin ist. Oder man kann auf seine Favoriten gehen, die man sich gespeichert hat und kann dementsprechend Leute hinzurufen. Und ich würde sagen, wir gehen ganz bewusst mal mit Dreadlock, denn der ist von Freezers Rasse. Können wir uns auch gleich mal angucken, wie der Kollege aussieht. Geht sogar in Ordnung. Und was ich interessant finde, ich werde es jetzt nicht zeigen, denn man könnte theoretisch nochmal auf Profil klicken und dann würde man zum Stilprofil gebracht werden und die Leute sind echte Charaktere. Und ich habe das noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie das abläuft, denn das sind NPCs. Aber zum Teil sieht man dann halt wirklich Leute, wenn man halt, selbst bei diesem Charakter, kann man hingehen und dann sein Steam-Profil sich angucken und das scheint eine echte Person zu sein. Also, ob man selber irgendwie Charaktere erstellen und bereitstellen kann, ist vielleicht eine Sache, aber ich weiß nicht, ob das geht oder wie es geht. So, wir wollen den mitnehmen. Invite to Team. Yep. Dreadlock hinzugefügt und das machen wir natürlich nochmal. Und ich würde ganz gerne, ich glaube, Laida war diejenige, die ich mitnehmen wollte. Oder Laida, um nicht leider zu sagen. War das die, die ich mitnehmen wollte? Muss ich gleich mal gucken, denn da war eine, die relativ... Nee, die hat Bardox-Klamotten an. Aber die möchte ich nicht nehmen. Sondern... War das sie? Also ich habe erstmal nur Leute aufgenommen gehabt. Die sieht auch cool aus. Ich glaube, die nehme ich mit. Nur Leute mitgenommen gehabt, die erstmal keine Gebühren haben. Wunderbar, und damit haben wir die Leute am Start. Und ich würde sagen, bevor wir wieder in die nächste Mission springen, werden wir noch eine Parallelquest machen. Wir werden gucken, was wir zur Auswahl haben. Denn da sind drei neue hinzugekommen, aber ich habe noch nicht großartig drüber geguckt gehabt. Ansonsten hier zum Beispiel, da hinten steht einer wie Gohan. Aber wenn man sich den anguckt, das ist nicht Gohan. Er ist zwar dem Ganzen nachempfunden, aber wie man sieht, der hat coole Klamotten an. Aber es ist im Endeffekt nicht Gohan selbst. Richtige Charaktere sind mit der anderen Farbe hervorgehoben. Ansonsten, ich hatte hier Vegeta schon gesehen gehabt, aber ich weiß nicht, wo der ist. Kann ich euch nicht sagen. Greetings. So, was haben wir? Wir haben jetzt hier zwischen 1 und 2 theoretisch die Wahl. Wir nehmen einfach wieder alle. Und ich werde zwei Sachen euch zeigen, denke ich. Wir haben wieder Cyberman's Revenge. Da gehe ich von aus, dass einfach mehr Leute dabei sind. Dann haben wir Attack of the Saiyans im Endeffekt nochmal. Nur, wie man sieht, 4 Gegner. Und in 3 unterschiedlichen Gebieten. Oh, das erste Gebiet kennen wir, aber die anderen beiden haben wir noch nicht gesehen. Und Burst, Open and Mix. Das ist also im Endeffekt wieder, wo man dann gegen Great Ape Vegeta kämpfen müsste. Aber ich würde sagen, wir machen mal ganz bewusst nur Cyberman's Revenge. Und dann noch einmal Prepare for the Attack of the Saiyans für einen ganz gewissen Grund. Wie wir sehen, die beiden Slots, die wir hätten, sind jetzt schon automatisch belegt. Und wir haben nur noch einen Charakter, den wir theoretisch auswählen könnten. Das Schöne ist, wir haben mittlerweile weitere Charaktere freigeschaltet. Wir sehen zum Beispiel, Goku hat jetzt wieder mehrere Outfits hinzubekommen. Und auch diese haben wieder andere Skills hinzubekommen und sind auch, glaube ich, einen Ticken stärker geworden. Also zum Beispiel hier gerade mit dreifache Kaioken, Full Power Charge, Kamehameha Meteor Strike und vor allem Super Kamehameha und Spirit Explosion. Also relativ gut. Gohan ist jetzt auch in seinen Start-Outfit und dem Standard-Outfit, wenn man so sehen möchte. Piccolo gibt es jetzt in 2 Varianten. Wir haben Tien, Krillin und Yamcha freigeschalten, sowie alle Bösewichte, die wir erstmal kennen. Cyberman ist echt schwach. Also, da habe ich schon mal versucht, mit dem zu kämpfen. Ich war glücklich, dass ich noch weitere Cybermans an meiner Seite hatte. Denn ich bin halt sehr schnell draufgegangen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin. Ah, wir kämpfen noch mit meinem eigenen Charakter. Cyberman Revenge, defeat all enemies und wir verlieren, wenn unser AP zu 0 geht. Oh, die sind da ganz, ganz hinten entfernt. Okay. Wir könnten nur kurz aber gucken. Level 2. Das sollte kein Problem sein. Und wie man sieht, da sind auf jeden Fall wieder andere. So, die aktuelle Idee ist, ich habe weiterhin noch keine Skillpunkte investiert, dass ich wirklich jemanden mache, der in Nahkämpfen gut ist.
Das große Problem leider wirklich ist, oh, wir sind noch nicht fertig, aber wir hätten theoretisch schon die Möglichkeit weiterzugehen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht schon und durfte halt feststellen, okay, fliegt einer durch die Luft, dass männliche Saiyajins die schlechteste Auswahl ist, die man treffen könnte. Ansonsten hier Level 11 und Level 12, die beiden. Sie sehen immer noch verdammt cool aus. Und das ist überraschend, denn gerade Saiyajins sind eigentlich das Stärkste, was wir haben. Gerade die männlichen. Ich meine, es gibt keine weiblichen Saiyajins wirklich in Dragon Ball Z, die man antrifft. Von daher ist diese Aussage vielleicht ein bisschen falsch. Aber Saiyajins sind eigentlich das Stärkste, was man haben kann. Und in dem Spiel ist es leider nicht der Fall, denn sie haben sehr wenig HP. Und angeblich sind halt Ultimate Finisher einfach das Stärkste, was man haben kann. Und die sind damit eben auch nicht die Stärksten. So, wo geht's hier lang? Wasteland. Okay, das sollte jetzt hier alles hoffentlich noch kein Problem sein. Aber wie man schon sieht, die halten ein bisschen mehr aus. Wie man sieht, ich bin auch ganz bewusst hingegangen. Und habe mir Skills von Raditz geholt gehabt. Er hat zwar immer noch das Kamehameha, aber er hat halt Double Sunday. Okay, wir haben noch mal ein paar Cybermen freigeschaltet von mir aus. Da gibt es theoretisch Schlimmeres. Ansonsten eine Sache, die mich persönlich sehr stört. Jedes Mal, wenn man einen Gegner besiegt, ist das Anvisieren weg und man muss erstmal wieder einen anvisieren. Das bedeutet, wenn jemand direkt hinter einem ist, hat er die Möglichkeit, erstmal ein paar freie Schläge reinzukriegen. Kommst du her? Hörst du damit auf? Okay, das ist doch bestimmt wieder ein Gebiet, wo man Sachen aufheben kann. Jo, da sind gleich mehrere Sachen, die wir aber gut sehen können. Okay, die nehmen wir alle schön mit. Und wo war das letzte Ding? War das nicht hier? Da war es. Okay. Aber wie man sieht, man kann halt auch andere Leute hinzufügen. Und dementsprechend, das wäre halt die coole Sache, dass man sagen könnte, hey, hier guck mal, Daiko. Jeder, der das Spiel ebenfalls spielt, kann jetzt ebenfalls Daiko aufrufen, aber muss nicht zwangsläufig halt darauf warten, dass ich online bin und dann halt ein Online-Team erstellen. Das fände ich wäre eine ganz coole Sache, dass man wirklich sagt, man kann einfach den bereitstellen, alle können den nehmen, egal ob man online ist oder nicht. So, meine Frage ist jetzt, okay, man kann das nicht einsehen, aber wo geht's weiter? War es richtig, hier wieder zurückzukehren? Portlanding. Ach so, das ist einfach ein neues Gebiet, was wir da freigeschalten haben. Und hier gibt es theoretisch noch Sachen, die wir mitnehmen können. Ich meine, ist alles kein Problem. Wir haben noch genug Zeit. Aber trotzdem. Da unten ist noch was. Ansonsten weiterhin nach unten fliegen ist so ungewohnt. Man kann es nicht wirklich gleichzeitig mit schnellen Fliegen machen. Ja, und hier sind noch weiter. Gut. Oh, Copy Man. What the? Also Nahkampfattacken machen mir bisher immer noch am meisten Spaß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, da ist noch einer. Und die gucken den alle nur an. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht der spannendste Kampf, weil die Gegner nicht unbedingt stark sind, aber was soll's. Ich wollte trotzdem auch mal das Feature zeigen. Und vor allem wollte ich halt nicht die gleichen Kämpfe wie im Teil davor nochmal machen. Ja, das hört nicht auf. Ansonsten, diese Viecher, glaube ich, hat man noch nie wirklich gesehen gehabt. Man kannte nur diese Standardgrünen aus der Geschichte. Und diese Dreckskinder hören nicht auf zu blocken. Alles gut, die anderen kümmern sich um die. Oh,
And goodbye. So, haben die anderen eigentlich schon mal jemals irgendwelche Skills eingesetzt? Ich habe die, glaube ich, nur halt zuschlagen sehen bisher. Aber vielleicht ist einfach nur zu viel Zeug nebenbei einfach los. Oh. Oh. Okay, man muss das Zeug wirklich einfach wegsprengen. Dementsprechend hatten wir halt bei dem einen Mal was gesehen gehabt, aber konnten einfach nicht rankommen. Auch hier drin? Nope. Aber das sind halt so ein bisschen die Parallelquests, zum Teil Sachen finden, immer wieder irgendwelche Wellen von Gegnern überleben. Ist hier sonst noch irgendwas außer ihr beiden? Nee. Dann gehen wir halt wieder zurück, ne? Ansonsten auch ganz nette Sache. Je nachdem, was für ein Scouter man wirklich ausgewählt hat, wie ich jetzt zum Beispiel den Grün, den Grün, ist auch die Farbe des Scouters wirklich. Zum Beispiel der von Vegeta. Oh. Oh, und ihr schon wieder. Alles klar. Der von Vegeta auf jeden Fall ist dann zum Beispiel in dem Pink. Was ich mir sehr anstrengend vorstelle. Ich meine, nicht wegen der Farbe selbst, sondern einfach weil halt da durchzugucken, zumindest für mich vielleicht unangenehm ist. Oh, wir haben es endlich geschafft. Puh. Ich meine, das hat jetzt schon einiges an Zeit beansprucht, aber war nicht wirklich schwer. Ach, was für ein B trotzdem gibt. Okay. Frag mich bitte nicht, was ich erreichen müsste für A und Z. Keine Ahnung. So, wir haben einige Sachen aufgehoben und sonst nichts. Okay. Und jetzt gehen wir wirklich hin und ich zeige euch ganz bewusst nochmal einen Kampf, den wir schon mal gemacht haben. Und da würde ich sagen, kann ich das Ganze wieder auflösen? Teammembers? Ach so, ganz simpel. Okay. Auf jeden Fall, hier sieht man wirklich immer relativ viele neue Leute. Dörbling. Also man sieht wirklich, das sind erstellte Charaktere. Potato. Hier ist auch irgendwo ein Mr. Popo noch unterwegs, aber ich weiß leider nicht, wo der ist. Greetings. Oh, wir haben alle geschafft auf der Stufe. Cool. Das heißt also, das alles jetzt hier ist schon Level 2, genau. Ich will ganz kurz gucken, haben die hier doch? Die haben ja theoretisch Sachen zum Freischalten. Wir haben einfach überhaupt nur nichts bekommen davon. Gut, wir wollen auf jeden Fall nochmal prepare for the attack of the Saiyans. Und zwar, wir wollen einfach mal einen Kampf mit anderen Charakteren machen. Und ich würde sagen, wir gehen ruhig wirklich mit Vegeta, mit Nappa. It's finally time for the real match. Und Raditz. Ja, kennen wir an Condition. Ist im Endeffekt einfach umhauen. I will show you the true power of the greatest race, the Saiyans. Let's go. Now start things off lightly. Erstmal sieht man. Prepare yourselves. So he's the opponent. Watch out. You better not look down on the great Yamcha. You think you're a full-fledged warrior. Don't make me laugh. This is a dangerous opponent. Great. But I'll show that I can still fight. So langsam. You really think you stand a chance against the mighty Vegeta? I found a planet we can sell for a lot of money. Let's go there afterwards. That's a great idea. Now let's take out the trash here first. What a fool. Picking a fight with a Saiyan. Don't let your guard down, Nappa. They might use unusual techniques. So, während die Dingdongs hier am Reden sind, die Sachen, die ich hervorheben wollte, sind wirklich abhängig davon, gegen wen man kämpft, mit wem man kämpft, sind die Dialoge anders.
Und eine Sache. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, mit dieser Mission ein Extra-Event zu starten. Und zwar, gerade wenn man nach diesem ersten Kampf das Ganze hier gemacht hat, könnte hier ein weiterer Gegner spawnen. Und das ist eine prozentuale Chance. Und dementsprechend werde ich jetzt ganz bewusst hingehen und werde einfach mal das Ganze versuchen zu farmen. Und wenn das Ganze passiert, werde ich wieder zurückschalten. Wir haben tatsächlich mit dem nächsten Kampf diesen Kollegen freigeschalten. Gloth, you've been challenged by a Time Patroller in training. Do you accept? We got a material item. Aber leider nicht mehr. Und zwar, der Witz ist, wenn dieser Kollege auftaucht, gibt es wieder eine weitere Möglichkeit, dass er etwas Spezielles droppt. Und zwar einen Dragon Ball. That's just like you. You'll just keep on getting better and better. Wow, wir haben eine Hercule-Badge bekommen. Ankommen. Okay. Und Evil Ray Strike. Ich würde sagen, wir werden in dem Teil dann doch erstmal nur hingehen und noch ein paar Time Patrols machen, beziehungsweise hier mit ihm. Do you know about Zenzo Beans? They fill you right up when you're hungry and can instantly heal any injury. I've had my life saved a few times thanks to Zenzo Beans. You can't just be strong, you need good items on hand too. And that brings us to our next task. I want you to bring me an energy capsule S. It's not really I'm not really sure of where you can find them. Oh yeah, I heard you have to use the mix shop. Sorry for a vague hint, but good luck. Hey! What happened? Did you forget what I told you? Dachte, der Kollege hätte noch welche. Und zwar in back, your item list. Ha, ich habe alle aufgebraucht. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ansonsten hier haben wir einen Majin, den ich vorhin schon mal gesehen hatte. Ist er nicht wunderschön? The Fat One. Also man sieht definitiv, das sind alles Erstellte, obwohl ich zum Beispiel Digita jetzt schon fünfmal mindestens gesehen habe. Potato hatten wir schon mal. Ghost Napper. Mhm. Oh, wir haben da hinten theoretisch Piccolo stehen. Ansonsten, man kann mittlerweile neue Sachen kaufen. Welcome. Also man könnte jetzt zum Beispiel hier in Gen Energy Capsule einfach kaufen, beziehungsweise wir werden einfach mal was mixen, das habe ich selber noch nie gemacht. Welcome, friend. Yes, wir können Mixi Mixi machen aus Recipe Energy Capsule. Und das Schöne ist, es kostet natürlich trotzdem, aber es ist bei Weitem günstiger. Ich erstelle einfach mal ein paar. Yep, gern geschehen. So. Theoretisch gibt es, wie gesagt, Accessories und Clothing, die man ebenfalls bekommen kann. Ich zeig's einfach mal ganz kurz, was es jetzt hier theoretisch Neues geben würde. Und zwar Pilaf's Head zum Beispiel, unterschiedliche Scouter-Modelle, Yamcha's Sword ist weiterhin dabei. Die Sunglasses sind nicht so toll. Es gibt nämlich noch weitere, die bei Weitem seltener sind. Oh, hey! Okay. Also wirklich cool zu sehen, was man in Zukunft noch alles bekommen kann. Welcome. Und zu guter Letzt hier nochmal ein bisschen Tien-Sachen hat man zu bekommen, Krillin-Sachen hat man zu bekommen, Emperor Pilaf, überhaupt das komplette Set kann man scheinbar jetzt bekommen. Also, man schaltet wirklich so nach und nach Sachen frei, man muss einfach nur weiter spielen. Gut, dann gucken wir mal, was Krillin jetzt damit anfangen wird. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, Items sind verdammt wichtig. Aber auch gleichzeitig das große Problem dieses Spiels. Und zwar, wenn man online gegen jemanden anders spielt, ist es alles zeitlich begrenzt. Man kann Items benutzen und dementsprechend laufen viele Kämpfe relativ simpel ab. Die meisten Leute versuchen einfach nur von den anderen wegzufliegen, hoffen irgendwie Schaden anzurichten und werden sich dann in wenigen Sekunden vor dem Ende einfach mit Items, die einen voll heilen, heilen können. Dementsprechend hat er mehr HP als der andere und so enden die Kämpfe. Natürlich gibt es dann auch Probleme wie, dass es zum Beispiel einen Bug gab, wo man unendlich häufig gewisse Attacken einsetzen konnte und ähnliches. Und logischerweise viele Leute gehen hin, gucken, was ist die stärkste Attacke und spammen die von Anfang an. Hey! Yep. Well, did you find an energy capsule S? You found it, you're amazing. Here's my report to you. I'll show you the result of my training. I thought I'd prove useful to you, try to use it in battle. Oh, and one last thing, there are a lot of items, so choose accordingly to your fighting style.
You got, I will show you the result of my training. Ach so. You got ist das, was der Anfangssatz ist und dann I show you my training. Ah, alles klar. Na, gucken wir mal ganz kurz. Und zwar unter Skillset. Nicht unter Skillset, unter Equipment war das. Zizo Soul. Und zwar, was bringt das? Green Zizo. Low chance of activation immediately upon the start of battle. Key auto charges for a period of time. Mehr Health, mehr Key Blast Supers, aber weniger Base Attack. Und dementsprechend, das werde ich nicht nehmen. Ich nehme lieber hier das, weil das Strike Supers verbessert. Hey! Looking at you, I guess we can move to the next training. Are you using the Orin combo you learned recently well? I'm going to check with a spa. Use Orin combo as a finisher. Do it right and I will teach you another new skill. Oh, das wird lustig. Defeat Krillin with the Orin combo. Was gibt's hier theoretisch? Energy Capsule, Small Mix, Medium Mix und Spreadshot. Das vermutlich der Skill, den er uns erlernen wird. Wir haben 5 Minuten Zeit, 2 Skill und wir sind im Raum von Zeit und Geist. Ui, nice. So, wir müssen ihn besiegen und dürfen halt selber nicht verlieren oder die Zeit zu Ende gehen lassen. Let me give you a bit of a test and see if you can apply what you learned. I mean, there's no point if you can't use those moves properly, right? Ansonsten eine Sache, die ich jetzt nicht so angesprochen hatte, und zwar, man kann ein Skill erlernen, wo man seine Ki einfach wieder aufladen kann. Und das ist natürlich extremst cool. Denn wenn man wirklich die Zeit hat, sich aus dem Kampf zurückziehen zu können, dann kann man halt diese Zeit nutzen, um sich aufzuladen. Nope. Nicht mit mir. Ich sollte jetzt hingehen und vielleicht einfach nur noch mit diesen Attacken ihn angreifen, um sicherzustellen, dass er definitiv davon besiegt wird. Wait, what's the matter? Don't tell me you forgot how to use the move. Ich setze ihn doch die ganze Zeit ein. Was willst du, Ding Dong? Good. All right. You're getting it. Holy mackerel! How in the world did you get that strong from training? Und Evade Skill. Oh, okay. Spreadshot with Reed. Well done, you're amazing. I didn't think you would master Orin combo this easily. Leaving that aside, I will teach you about the skill you just learned. Then I will teach you a new skill. It's called Spreadshot with Reed. You shoot key blasts while jumping bat. It's good to keep your distance. Keep training until you learn how to use it well. See you later. Okay, das ist ein Skill, den ich eigentlich nicht haben möchte. Keine Ahnung, ob der in dem nächsten Quest, nächsten Kampf dann halt verlangt, dass wir den damit irgendwie besiegen oder das in gewisse Male einsetzen. Aber ich will es eigentlich so nicht nutzen. So, gucken wir mal kurz, ob irgendwas Neues dazugekommen ist. Nope, weiterhin die beiden. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir einfach mal noch diese eine Sache hier, zu guter Letzt. Attack of the Saints nochmal, da sehen wir nochmal 2 neue Maps. Und ich würde sagen, wir gehen ganz bewusst hin und nehmen andere Charaktere. Wir spielen ganz bewusst mit... Welchem Goku gefällt mir besser? Spirit Boost? Nee, wenn natürlich den hier, dreifach Kaioken aktivieren können, ist extrem cool. Hey, it's me, Goku. Yes, it's you, Goku. Dann haben wir Piccolo. I'll go. Und ich will eigentlich die anderen nicht mitnehmen. Gut, dann nehmen wir noch Krillin mit. Den gibt es auch bisher leider nur in einer Version, aber er hat noch mehrere, das ist cool. Scatter Kamehameha. Noch nie gesehen, oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Okay, here I go! Attack of the Saiyans, defeat Raditz, Nappa and Vegeta. Und wie immer, wenn wir kein AP mehr haben, oder die Zeit ausläuft. I can feel my Saiyan blood getting warm. So, this planet is still thriving with life. Damn it, Kakarot! Who are you? What do you want from me? You have a lot of spirit. It's over. Impossible.
Playtime is over! I'll destroy you in an instant! Come now, Kakarot! Would you dare defy your own brother? I'm not Kakarot! My name is Goku! This has got to be a joke! Schön Richtung Kamera noch geflogen. Damn it! Me defeated! How? Okay, nehmen wir noch das Zeug mit. Wo auch immer das andere wieder vermutlich hier drin liegt, oder? Denn. Kannst du dir doch anlassen, aber wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ich kann es nicht nutzen, ich habe kein Dings und ich kann mich auch nicht aufladen. Ein anderer Goku hätte das theoretisch. Doof. Aber gut. I'll avenge everyone! You really think you can beat the great Nappa? I'm gonna really enjoy this. Take this! Yes, here! Don't get too excited. I don't have time to deal with you. Hurry up and die. Even if you're a Namek, by yourself, you might as well be a fly. You'll see soon enough that I'm not a fly. Not underestimate the Saiyan. Ah, da fliegt er natürlich genau jetzt weg. Take this. Wer blockt, wird festgehalten. Okay, dann mach ich's so. Okay, der eine ist geflüchtet. Und hier gibt es theoretisch wieder Sachen, die wir mitnehmen können. Ja, das sind alles so Sachen, die ich zwar jetzt hier so machen werde, aber offscreen werde ich das über weiten umfangreicher machen. Gerade diese eine Sache mit den Dragon Ball, die werde ich logischerweise versuchen zu farmen. Denn die zu bekommen, kann einem echt helfen. Denn man kann sich halt wirklich Sachen damit wünschen, so wie halt in der richtigen Geschichte. Nur halt hat man logischerweise Vorgaben, man kann nicht einfach machen, was man möchte. Oh, Yamcha, hey! Sup, Buddy? Ich komme gleich zu dir. Oh, ist das wirklich in dem Gebäude drin? Ich will eigentlich keine Gebäude kaputt machen. Was ich jetzt eh nicht könnte. Oh, Moment. Jetzt können wir einfach Gebäude kaputt machen. Yay! Zum Glück ist das nicht sowas von falsch. Wir sind eigentlich die Guten. So, ist das schon wieder hier drin? Ja. So, jetzt wollte ich meine Sache testen. Ja, einfaches Schlagen, egal was es ist, gibt einem auch Energie. Okay, gut zu wissen. Ich meine, ich werde jetzt nicht umkehren und das eine wiederholen, aber... Ich denke, Goku hat noch nie von der Tür gehört, aber gut. So, da war auch was. Was schön wäre, das teste ich jetzt einfach mal kurz. Kann ich hier einfach durchfliegen? Nope. Ist das da drin? Jo, ist wieder da drin. Also werde ich mal wieder ein bisschen auf das Zeug einprügeln. Muss ich nicht mal. Ich kann einfach überall hinprügeln. Ist lächerlich, aber gut. War natürlich volle Möhre. Einfach um sicher zu gehen, dass ich das auch definitiv zerstört bekomme. Gut. So, was willst du denn, Yamcha? Yo! I'm sorry, but I can't help anymore. Go ahead and use my power. Go and beat them. I'm counting on you. Okay. So. Capsule Corporation und... Ihr beiden Ding-Dongs hängt einfach nur da hinten noch ab. Was auch... Warum hast du immer noch was? Ja! Okay, er ist einfach nur weiterhin da. Von mir aus...
This is a dangerous opponent. Great. But I'll show that I can still fight! You really think you stand a chance against the mighty Vegeta? Let's go, Kakarot! We'll end things! Come on, Vegeta! Let me show you the true power of a Saiyan elite! With your power, you can't possibly beat me. I don't know about that. What the hell? Hey. Du kleiner Dreck, sag du. Kümmere dich nicht um die Falschen. Ah, oh, come on, Piccolo. Damn it! Don't think this is the end! What the? Right up to impossible! Darn it! This can't be! Also man sieht weiterhin, wenn man wirklich in der Überzahl ist, dann hat der Gegner in den seltensten Fällen wirklich was zu lachen. It's just like you. You'll just keep on getting better and better. Ja, zu schnell, egal. Okay, und damit kommen wir wieder zum Ende. Waren zwar diesmal nur Time Patrol Sachen, aber ich denke, wir haben noch ein paar Sachen gesehen gehabt, die relativ interessant waren, auch wichtig. Und ich würde sagen, ab der Zukunft werde ich hingehen und das Ganze online spielen. Solange ich jetzt nicht wirklich weiß, wie man seine eigenen Charaktere theoretisch bereitstellen könnte, beziehungsweise andere Leute, dann können sie nämlich, wenn die das Spiel haben, theoretisch sagen, hey, ich bin ja auch hier, so kannst du den bekommen. Und dann könnte ich die theoretisch auch hinzufügen und dann theoretisch regelmäßig nutzen. Aber sonst würde ich sagen, gehe ich online. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.